Ja, hallo zusammen. Wieder ein kleines Video, 10 Minuten Malerei, was natürlich länger als 10 Minuten dauert, weil ich dies und das erkläre. Die Anregung stammt mal wieder von Bob Barrage, einem amerikanischen Künstler, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, Kunst möglichst stark zu vereinfachen. Und ich werde jetzt einmal eins von seinen Motiven, das sind so Birnen, eine Birne, um genau zu sein, hier mal nachmalen und mit deutschen Erklärungen versehen. Es ist egal, ob ihr jetzt eine Birne malt oder eine Zitrone oder einen Apfel oder eine Kirsche, das Prinzip ist immer das gleiche. Ja? Und das Prinzip möchte ich euch erklären. Und zwar fängt er an mit einem warmen Untergrund, also in dem Fall mit Orange oder mit einem rötlichen Ton, also irgendeiner warmen Farbe aus dem Farbenkreis und ihr könnt natürlich jetzt das Gegenteil machen, ihr könnt auch mal eine kühle Farbe nehmen, zum Beispiel bei einer Zitrone würde es sich durchaus anbieten, eine kühle Farbe zu nehmen. Dann nehmt ihr einfach ein Blatt Papier und verwischt diese Farbe. Also in dem Fall habe ich jetzt einfach nur Aquarellpapier genommen, gar nicht mal eine Malpappe, wie ich sonst mache. Und dann lassen wir das trocknen und legen gleich los. So, das ist einigermaßen trocken. Jetzt erkläre ich mal kurz, was der liebe Bob Barrage immer macht. Und zwar macht er eine ganz einfache Sache. Und zwar kriegt ihr relativ viel Kontrast in ein Bild rein, wenn ihr eine große Helligkeit gegen eine große Dunkelheit habt. Und damit spielt er halt. Also hier an dem Beispiel von dieser Birne hier, seht ihr, dass das Licht von der Seite kommt, also von links, ne? Sieht man daran, der Schatten geht unten nach rechts weg und jetzt habe ich diese Helligkeit gegen die Dunkelheit. Was er jetzt macht, hier habt ihr die Dunkelheit, also den Schatten, weil hier kein Licht drauf fällt, gegen eine dunkle Fläche. Er hält diese Fläche jetzt auf, damit er noch mehr Kontrast kriegt. Das heißt, er macht so einen Übergang von einer sehr dunklen zu einer sehr hellen Farbe. Das gleiche machen wir jetzt auch mal. Ist ziemlich einfach, ich habe euch diese Zitrone noch mitgebracht, vielleicht für die Zeit noch reicht, zeige ich euch eben auch, dass man die Zitrone exakt nach dem gleichen Schema malen kann, ist überhaupt kein Problem. So, machen wir mal eine große Birne. Okay, und damit er einen Schatten malen kann, braucht er natürlich einen Tisch, auf dem diese Birne steht. Den Tisch hätten wir dann hier, ne, und hier wäre dann halt der Schatten. Okay. So, ein bisschen tiefer noch und er achtet da, wenn er seine Videos immer schaut, achtet mal drauf, dass er wirklich so die Drittelregel da immer relativ gut einhält. Ich habe den Tisch jetzt mal ein bisschen tiefer gemacht, der war jetzt mir gerade ein bisschen zu hoch. So, und dann geht er einfach hin und arbeitet grundsätzlich mit großen Pinseln, das finde ich sehr gut, weil das ist ja auch die Empfehlung, die ich euch immer wieder gebe. Und nimmt dann sehr häufig einfach nur die Grundfarben her. Also in dem Fall habe ich jetzt Cadmiumgelb, irgendein Rot, das ich gerade übrig gehabt habe, Kylinblau, das nehme ich jetzt ausdrücklich her, weil ich das als Schattenfarbe ganz gut finde. Und ein anderes, dunkles Blau, ich glaube, es ist Ultramarin. Und das vor allen Dingen, warum zwei Blautöne, warum nicht einer? Weil Blau die Komplementärfarbe zu Orange ist, was ich als Untergrund genommen habe. Und das gibt halt wirklich einen tollen Effekt. So, und jetzt gehe ich einfach mal los und fange erstmal mit den dunklen Farben an, weil das einfacher ist. Ich kann da zum Beispiel hingehen und kann hier, also auch hier kommt das Licht von der Seite, dass ich mal die Seite jetzt einfach mal ein bisschen dunkler mache, vor allen Dingen im unteren Bereich. Das ist nicht dunkel genug, wir werden gleich noch dunkler machen. Nehmen mal das Blau dafür her. Ich denke da auch eine blaue Birne, aber ihr werdet gleich sehen, dass das wirklich sehr, sehr schön aussieht. Und fragt er, das erklärt er übrigens auch ganz toll, warum jetzt ein orangen Hintergrund überhaupt sowas ist, kennt er vielleicht von einem anderen Video von mir, nennt man Imprimatur. Und ich male es jetzt nicht komplett aus, weil ich das genau eben möchte, dass ein bisschen was von dem Untergrund noch durchschimmert. Jetzt seht ihr, dass ich hier im Gegensatz zu ihm, der dann die Reihenfarben hernimmt, mische mir jetzt eine noch dunklere Farbe, nämlich ein ganz dunkles Violett. Und damit mache ich jetzt hier den Untergrund. Lass den Schatten ein bisschen noch so hier überstehen. Wenn das Licht hier fällt, dann habe ich hier einen ganz, ganz kleinen Schatten an der Stelle und den möchte ich auch noch mit drin haben. So. Und der Schatten ist jetzt auch nicht sehr viel breiter, weil ich relativ von der Seite gucke. Ne? Und damit ist der Schatten halt perspektivisch verjüngt. So, und jetzt kann ich halt hingehen und kann mit diesem Blau hier die Seite halt
schon mal ausmalen. Aber auch wie gesagt nicht komplett perfekt, sondern ich lasse immer wieder hier und da mal das Orange durchschimmern. So, jetzt brauchen wir für den Boden brauche ich jetzt eine sehr helle Farbe. Ich gucke mal, was ich da hernehme. Ich glaube, ich nehme ganz helles Violett. Das gefällt mir. So, und dann nehme ich jetzt einfach die Farbe, die ich auf dem Pinsel habe, mit der arbeite ich jetzt weiter. Der Tisch ist heller als die Wand, weil das Licht ja von oben drauf fällt. Das heißt, die Wand im Hintergrund, den werden wir gleich etwas dunkler machen. Ich sehe, dass ich da ein bisschen akkurater bin als der Herr Burbage. Ich versuche den Schatten hier, auch hier, den Schatten hier unten noch ein bisschen zu erhalten. So. Und hier wieder den Pinselstrich von links nach rechts führen. Und nicht von oben nach unten, hier kreuz und quer. Dann habt ihr halt schön, dann folgt er im Pinselstrich der Schattenlinie. So, und jetzt werden wir uns. Seht ihr, wie viel Farbe dran ist? Wenn ich jetzt ins Gelb reingehen würde, dann hätte ich Grün. Kann natürlich gewollt sein, manchmal eben auch nicht. So, jetzt nehmen wir hier die hellen Stellen, die ich jetzt einfach mit Gelb mal ausmale. Und jetzt seht ihr halt. Hier auch das also Thema Farbenlehre. Ne? Ist ganz gut, wenn ihr da ein bisschen Ahnung davon habt, weil das Cadmium-Gelb zum Beispiel jetzt gar nicht deckend ist. Das heißt, mir schimmert ein bisschen was vom Untergrund noch durch. Das macht mir jetzt aber gar nichts. Da kann ich nämlich jetzt gleich auch ganz nett damit spielen. Seht ihr, dann erscheint hier nämlich jetzt plötzlich ein Grün. Ne? Und damit habe ich eine grüne Birne. Ihr müsst jetzt nur aufpassen, dass ihr nicht alle drei Farben mischt, weil sonst kriegt er grau. Ja, also, oder so ein Braun, je nachdem. So, und die rechte Seite, und da ist ja der Schatten von der Birne hier. Also die rechte Seite soll jetzt heller sein. Ich nehme jetzt einfach mal Clean Blau dafür. Dann bleibe ich in diesem Farbschema halt drin. Hier so einen kleinen Übergang, mische hier nochmal die Farben, damit ich hier so einen ganz kleinen Übergang dann habe, damit der nicht so ein harter Cut ist zwischen rechts und links. Und gleichzeitig kriege ich damit dann halt noch hier auf der Seite, kriege ich hier noch so den Stiel von der Birne. Was mir jetzt nicht gefällt, dass die Birne hier rechts so ein wenig flach wirkt, das hole ich mir jetzt gleich wieder. Ich gehe jetzt über die trockene Farbe mit dem Rot drüber, das ist okay, ne? Aber nicht über die feuchte, wie gesagt, dann kriegt er halt so eine eklige Mischfarbe. So, jetzt ist mir das hier alles noch ein bisschen zu wenig knallig, da ist eine richtige Reflexion drauf, richtig helles Licht. Deswegen nehme ich mir jetzt hier nochmal Weiß mit ein bisschen Gelb. Ganz zum Schluss noch mit Reinweiß dran. Hier oben den Stiel noch ein bisschen deutlicher und mischen wir noch mal ein bisschen so ein helles Orange. Und den Schatten von der Birne. Und hier, da ist ja oben das, wo jetzt der Stiel da rauskommt, ist auch nochmal ein Schatten. So, und es wird immer netter, ne? Ja, also die Art von ihm zu malen finde ich wirklich sehr, sehr apart. Und jetzt ist das Bild eigentlich schon fertig. Ne? Jetzt, ich schaue jetzt nur, dass ich noch ein bisschen Übergänge reinkriege. Also, dass der Kontrast zwischen dem Dunkeln und dem Hellen nicht so extrem ist. Okay, und jetzt hier unten noch mal ein bisschen dunkler und dann also hier den Schatten noch mal justieren. Genau, dann nehme ich jetzt das Cölin Blau her, weil Cölin einen wunderschönen Schatten
eine wunderschöne Schattenfarbe ist, wie ihr hier jetzt sehen könnt. Könnt ihr auch mal ganz gut einstellen, mal rein spielen lassen. Also ihr seht, ihr könnt da wirklich völlig hemmungslos und frei mit den Farben spielen. Das macht richtig Spaß. Also diese Art zu malen liegt mir sehr. Gut, so, Birne soweit fertig. Und was ich jetzt nur machen würde, wäre zum Beispiel hier vorne den Vordergrund noch ein bisschen aufhellen. Pinsel ist noch ein bisschen Farbe dran, das passt mir jetzt auch ganz gut. Dann nehme ich halt nochmal das reine Weiß und helle es hier nochmal auf. So, okay. Dieses Bild eingerahmt sieht fantastisch aus. Ja. Okay, Zitrone mache ich vielleicht ein andermal. Das Video ist jetzt eh schon lang genug. Also ich hoffe, dass euch das ein bisschen Mut macht, einfach ein bisschen mehr experimentell zu arbeiten. Ihr seht, dass die Ergebnisse trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen richtig nett sein können. Und ja, dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmalen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.